Ich bin Gabriel Kopp, besuche die Albecker Torschule in Langenau in der 8. Klasse. Ich bin in Ulm 1996 geboren. Ich bin fingerfertig, bin sportlich und bin nett. In meiner Freizeit tanze ich sehr gerne mit Kumpels, spiele Fußball und angle sehr gerne. Ich tanze ganz gerne Jumpstyle, man kann sich zusammen austoben mit Kumpels. Ich spiele sehr gerne Fußball, weil es ein Teamsport ist und man kann sich sehr gut auspowern. Ich bin aufs Angeln gekommen, weil mein Dad schon sehr lange angelt und er mich immer mitgenommen hat. Fangen will ich schon was, aber eigentlich ist mir egal, ob ich was fange oder nicht. Eigentlich ist mir wichtiger, dass man einfach mal loslassen kann, dass man entspannen kann. Und ich zeichne ganz gerne und bin sehr kreativ. Ich finde am Zeichnen toll, dass man seine Gefühle freien Lauf lassen kann. Man kann in anderen Figuren zeigen, wie man gerade, ja, wie man ja, drauf ist. In den Praktika habe ich die Berufe Friseur, Kfz-Mechatroniker und Elektroniker in Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik kennengelernt. Meine Aufgaben als Elektroniker waren Steckdosen montieren, Kabel verlegen, Lichter auswechseln, Raumthermostaten montieren und ich durfte bei einer Steckdose die Spannung messen. Wir haben vor allem bei Kunden gearbeitet. Da haben wir meistens Lichter montiert, dann waren wir noch in Betrieben, da mussten wir einen Motor bei einer großen Maschine austauschen und wir waren bei einem Neubau, da mussten wir Kabel verlegen. An diesem Beruf gefällt mir, dass man sehr konzentriert sein muss. Und ich freue mich, dass man sehr viel mit Kunden zu tun hat, dass man sie auch beraten kann. Ich bin für diesen Beruf geeignet, weil ich viel Ausdauer habe und Fingerspitzengefühl. Ich arbeite sehr gern mit meinen Händen und bin sehr konzentriert.